Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Angezockt. Diesmal mit Factorio. Viele von euch haben mich schon darauf hingewiesen, das waren jetzt mindestens schon vier, fünf Leute, dass ich unbedingt mal Factorio spielen soll und ich spiele hiermit unbedingt mal Factorio. Jetzt ist das ein bisschen anders als das übliche Angezockt, weil ich versuche mich natürlich normalerweise ein bisschen vorzubereiten. Ich wurde aber diesmal gebeten, das nicht zu tun, deshalb, okay, wir probieren das einfach mal. Ich mache jetzt mal ein neues Spiel. Ja, alles normal und mittel, oder? Mittel und normal. Gegner greifen nie zuerst an. Nö. Keine Ahnung. Ich mache einfach mal generieren. Ich habe keine Ahnung, auf was ich mich hier einlasse. Also scheinbar scheint es auch Gegner zu geben. Schnelles Errichten von Stromleitungen. Ist Control-Bild zu halten. Control-Bild. Ha. Gewünschte Richtung zu rennen. Dabei werden die Strommasten automatisch so weit voneinander entfernt aufgestellt wie möglich. Okay, weiter. Filter. Okay, kopieren und einfügen. Shift, rechte Maustaste, Shift, linke Maustaste. Okay. Oh Gottchen. Das ist das freie Spiel vom Factorio. Deine Aufgabe ist es, eine Rakete zu starten, um den Weltraum zu erkunden. Also trifft doch irgendwie wieder mein Thema. Dazu musst du ein Raketensilo bauen und eine Rakete mit einem Satelliten starten. Du wirst erweiterte Technologien erforschen müssen, um das Raketensilo freizuschalten. Fange klein an, arbeite durch Automatisierung hoch und vergiss nicht, dich vor den Einheimischen zu schützen. Tab. Ja, sehr schön. Drücke T, um mit Forschung zu beginnen. Keine Ahnung. Ich fange einfach mal mit Automatisierung an. Heißt jetzt verfügbar, ich muss das erforschen? Nee. Verfügbar heißt, ich kann das erforschen. Ermöglicht langen Greifarm und Montage, was auch immer. Ich drücke jetzt einfach mal drauf. So, jetzt. Tja. Ich muss mal kurz gucken. WDAS, okay. Charaktermenü E. Also ich hoffe, das ist erlaubt, weil sonst passiert hier heute gar nichts Spannendes. Oh, jetzt habe ich irgendwas Komisches gemacht. Ja. Irgendwas. Planungsmodus, Shift, linke Stromleitung entfernen, Shift, linke. Alt, erweiterte Information, nächste Waffe Q, Gegenstand ablegen Z, drehen R, Gegenstand aufheben F, Gegner schießen Space, ausgewähltes Ziel schießen. Okay, ich glaube, damit müsste ich es grob hinbekommen. Spiel fortfahren. So kann ich laufen. Alles klar. So, hier oben habe ich auch eine Minimap und da sind Farbkodierungen drauf. Ich nehme an, Rot ist Gefahr. So, jetzt gucken wir mal. Ah, oh, guck mal, hier gibt es Zeug. Mit rechter Maustaste kann man scheinbar Sachen abbauen. Das ist ein bisschen laut, oder? Ich drehe das mal ein bisschen runter. So, ich möchte euch ja nicht irgendwie einen Tinnitus verpassen, weil ich Sachen abbaue. Okay, das ist ziemlich zäh. Ich baue jetzt mal ein paar Steine ab. Bah. Das dauert lange. Okay, habe ich hier irgendwie Ausrüstung? Hi, nix. Vielleicht geht das auch irgendwie besser. Inventar. Ich habe jetzt 8 Eisenplatten und 3 Steine. Handwerk. Kisten. Fließbänder. Greifarme. Rohre. Kabel. Steine. Okay. Produktion. Eine Eisenspitzhacke. Ja, gucke mal. Eine Eisenstange und Eisenplatten brauchen wir dafür. Ach, cool. Baut ihr das dann direkt? Jetzt hin. Oh, guck mal, jetzt habe ich eine. Verrückt. Scheint er direkt zu bauen, wenn man draufklickt. Ah, das geht auch schon viel schneller, ne? Sehr gut. Sehr gut. Oh, ich nehme mal 10 Steine mit. Wer weiß, wofür man Steine brauchen kann. So, tapern wir mal weiter. Ach, guck mal, hier ist auch schon irgendwas. Kohle, würde ich mal sagen. Was gibt es noch? Da ist noch irgendwas Gräuliches. Graussteine. Ach, hier ist Eisen. Okay. Das sieht man gar nicht auf der Karte, so klein ist das. Ja doch, dieser kleine Fleck ist das wahrscheinlich. Eisen und Dings. Und da ist Öl oder so. Okay, ich glaube, wir fangen hier einfach mal an. So, dann habe ich Kohle, habe ich Eisen. Schmelzofen, ich habe einen Schmelzofen. Zack. Der braucht irgendwie Treibstoff. Macht man jetzt anklicken? Ja. Treibstoff. Ja, Steine kann man wahrscheinlich nicht schmelzen, oder? Doch, man kann Steine schmelzen. Was passiert jetzt?
Ach, so entstehen Ziegelsteine. Okay. Ja, kann man bestimmt mal irgendwann brauchen. Okido. So, und dann habe ich noch einen befeuerter Erzförderer. Ein befeuerter Erzförderer. Da muss ich wahrscheinlich auch irgendwas reinschmeißen. So. Das ist wahrscheinlich da, wo der Kram rausfällt. Ich stelle den jetzt einfach mal hier hin. So. Auch wieder, den muss man befeuern. Aber dann würde der, wenn ich da habe, dann mache ich Kohle rein und dann kommt Kohle raus. Das ist ja eigentlich gar nicht so doof. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe. Die Freuden der Automatisierungstechnik. So, wir schmeißen da jetzt mal 5 Kohle rein. Dann kommt der hier vorne wahrscheinlich Kohle raus. Ah, da ist gerade was rausgekommen. Wie hebt man jetzt nochmal Sachen auf? F. F. Aber der produziert jetzt nur eins, ne? Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Das wollen wir nicht. Naja gut, aber er produziert schon mal automatisch. Was können wir denn da noch tun? Damit er damit nicht aufhört. I. Fließband bauen, oder? Dann können wir das irgendwo hin transportieren. Vielleicht können wir das direkt in den Ofen transportieren. Jetzt habe ich keine Stahlplatten mehr. Zack. Zack. Ja, das war es dann auch schon. Okay, schade. Aber jetzt produziert er zumindest erstmal. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ne, das war falsche Taste. Ich muss draufdrücken, ne? So, wir haben ein paar Backsteine das, oder Ziegelsteine. Vermutlich müssen wir wohl Erz da reinpacken. Damit Stahlplatten draus werden. Das klingt für mich jetzt zumindest ziemlich logisch. Und das unten auf dem Förderband funktioniert ja schon mal ein bisschen. Da kommt ja zumindest. So, 10 Eisenerz reicht hoffentlich erstmal. Da kommt ja jetzt zumindest Zeug an. So, jetzt brauchen wir aber irgendwie größere Vorkommen. Ich weiß nicht, ob das Eisenerz hier lange halten wird. Wir können schon mal Neues abbauen. Oder was kostet es uns denn so ein Förderdingsbums zu bauen? Ein Schmelzofen, wir brauchen 5 Steine, 9 Stahlplatten. Okay, dann können wir schon mal Steine abbauen. Das ist aber alles recht mühselig, muss ich sagen. Bauen wir schon mal ein bisschen mehr Steine ab. Wenn wir schon kurz warten. So. So, und dann. Ach, guck mal, ist schon fertig, die Stahlplatten. Dann haben wir 10 Stück sogar. Cool. So, können wir das jetzt bauen? Ja. Nicht mehr rot. Ah ja. Der scheint dann auch alle benötigten Bauteile zu bauen. So, und dann können wir ja hier jetzt. Ne, mit R konnte man die drehen, genau. Jetzt stellen wir hier so einen drauf. Ach, jetzt braucht der auch noch Kohle. So. So. Gut, dann fällt da jetzt Erz raus. Jetzt brauchen wir noch mehr von diesem Förderband, was wir uns nicht mehr leisten können. Und auch keine Stahlplatten haben. Das heißt, ich bin das Förderband. Ich freue mich so, ich bin ein Förderband. So. Jetzt kann ich Förderband sein. So, jetzt bringen wir mal unser Experiment zu Ende, weil. Zack. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Brauchen wir 3 Stapler. Aber das müsste genau reichen, oder? Zack. Zack. Achso, da fehlt jetzt ein Segment. Förderband. Ist das da? Ein Zahn. Nee, ein Greifarm. Ach, Greifarm ist aber auch gar nicht dumm, ne? Wahrscheinlich kann man, das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, wir brauchen noch. Also, mein Plan wäre jetzt quasi mit dem Förderband die Kohle da einfach schon mal direkt reinzufahren und dann ein anderes Förderband von der Seite ranzuführen, wo wir das Eisen reintüdeln. Dann haben wir schon mal eine permanente Dauerproduktion von
Reicht nicht? Reicht nicht. Achso, jetzt. Eine Dauerproduktion von Stahlplatten. So. Kommt das jetzt da an? Oder nicht? 8. Immer noch 8. Okay, also das scheint nicht zu funktionieren. Ah, mit Rechtsklick kann man es tatsächlich direkt wieder abbauen. Okay, das heißt, wir brauchen tatsächlich wahrscheinlich irgendwie so einen Greifarm. Ach, den gibt es auch elektrisch. Verrückt. Das ist ja verrückt. Greifarm gibt es auch elektrisch. Okay, wir brauchen so einen. Dafür brauchen wir wieder drei Stahlplatten. Okay. Meine Güte. Ich wusste ja nicht, dass dieses Spiel so eine Arbeit ausartet. Das hat mir keiner gesagt. Ich habe ein bisschen Kohle noch einstecken. Die können wir gleich hier reinstecken. Dann baut der länger Sachen ab. Zack. Zack. So. Greifarm. Ach, und ich habe ein bisschen Fließband schon, ne? Dann können wir schon mal anfangen. Zack. Zack. Hihihihi. So. Greifarm. Okay, ich vermute, das Flache ist von und das Pfeildingsmäßige ist nach. Schwupp. Macht der jetzt was? Stimmt. Wo gehen die jetzt hin? Hä? Warum sortiert er das jetzt nicht ein? Irgendwas fehlerhaft jetzt? Das ist ja jetzt doof. Ist es jetzt falsch wegen falsch oder ist es falsch wegen... Okay, ich bin maximal verwirrt. Ich weiß nicht, woran es liegt. So, ich mache jetzt mal was anderes. Ja, auch noch eine Idee. So. Okay. Ja, du brauchst Kohle. Das kann ich nachvollziehen. Denn du willst ja Kohle weiter produzieren. So. Also, der hat Sprit, der hat auch Dings. Was machen wir denn jetzt, wenn wir... Es gibt doch bestimmt hier irgendwo... Das muss mir natürlich auch nachts einfallen, ne? Gibt es hier irgendwie Bäume oder sowas? Oder... Ich habe gesehen, man kann so Kisten herstellen. Bisschen Schiss, jetzt zu weit zu rennen. Hier ist ja nirgendwo, ist hier irgendwo, muss doch ein Baum rumstehen, oder? Ist das der Wald? Wir rennen mal in die Richtung. Ach, guck mal, Bäume. Gott sei Dank. So. Vielleicht können wir ja irgendwie... Zeug zwischenlagern. So. Hier ist irgendwo meine Produktion, das weiß ich noch. Ja. So, was wäre denn, wenn wir... Zeug. Ist das Zeug? Zack. So, jetzt kann er erstmal eine Weile schmelzen. Was wäre denn? Achso, ja, wir machen mal den da weg und bauen den mal mittiger. So. Dann kommt hier wieder ein Schmelzzeug rein. Zack. So, wir bauen jetzt mal so Kisten. Und zwar zwei Stück. Ja, theoretisch müsste es sogar eine reichen, oder? Wenn man das effizient angeht. Also, hier kommen Sachen rausgefallen. Ach, warte mal, das geht sogar noch effizienter. Was wäre denn, wenn ich das einfach hier so vorne lang transportiere? So. So, und dann hierhin. So, das wird... Awesome bestimmt. Hoffe ich. So, jetzt müssen wir nur noch mehr Fließbänder produzieren. Ah, guck mal, da ist ja schon ein bisschen was. Da ist ja schon ein bisschen was zum Bauen. 5 Stück können wir bauen. Dann bauen wir doch mal 5 Stück. So. Meine Überlegung wäre jetzt hier quasi eine Kiste hinzupacken. So. Und dann. Ah ne, das muss gedreht sein, glaube ich. So. So, dann kommt der Greifmann und sortiert das in die Kiste ein. Aber es macht er nicht, ne?
Doch, jetzt. Ha! Jetzt funktioniert er. Wie cool. Er funktioniert. Er funktioniert. So, und jetzt machen wir das noch ein bisschen besser. Hahaha, das wird super. So. Indem wir die Fließbänder auch noch zusammenbringen. Zu einem Fließband. Damit ein Arm alles bedienen kann. Da muss ich nicht so viele Arme bauen und befeuern. Weil die Arme brauchen ja auch wieder Zeug. Ach, jetzt schon wieder alle, ne? Ach so Gott. Ich glaube, ich muss mal. Ich muss mal. So. Das funktioniert sehr cool. So, dann muss ich mein Zeug nämlich schon nur noch hier einsammeln. Ach, jetzt hat der keinen Sprit mehr. So, das hält hoffentlich eine Weile. Zack. So, ich brauche Fließbänder. Ich brauche deutlich mehr Fließbänder. So, dann führe ich das hier nämlich einfach auf das Fließband mit drauf. Ja. Das wird gut. So, dann habe ich schon mal eine Dingsproduktion. Und dann kann ich von hier die Teile weiterführen. Ja, das müsste hinhauen. Also in meiner kleinen Kopfwelt ist das okay. In meiner kleinen Kopfwelt funktioniert das. Ah, sehr schön. So, und wenn wir das hier mischen, müsste dann nämlich, ja, hier drin ist ja dann gemeinsames Repertoire von Kohle und Eisenerz. Also müsste er ja Kohle und Eisenerz im Wechsel reinstopfen. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber mal gucken, ob das passiert. Mal gucken. Mal gucken. So. Ein paar Eisenplatten. Und ein paar neue Fließbänder. Nach oben bitte. Ah, bisschen noch. Bisschen noch. So, ich bin echt gespannt, ob das so hinhaut, wie ich mir das denke. Oder ob das einfach nur ein großer. Ach, guck mal, die fahren auf beiden Seiten. Aha, man kann also beide Seiten bedienen, scheinbar. Das ist auch gut zu wissen. Das ist auch gut zu wissen. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Greifarm. Dafür brauchen wir mal wieder Metallplatten. So, aber wenn wir das gleich haben, dann sollten wir in der Theorie. Füttert er sich selber? Das wäre natürlich auch ganz geil. Ich glaube, der füttert sich selber auch. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Ach, guck, jetzt hat er hier einen so, einen so, ne? Ich glaube, jetzt ist ein bisschen viel für ihn. Ist das ein bisschen viel für ihn? Naja, er muss das wahrscheinlich nur erstmal abarbeiten, oder? Aber hier läuft jetzt durchgehend eine Kohleproduktion. Eine Kohleproduktion, sag ich schon, eine Eisenproduktion. Das ist doch schon mal sehr, sehr cool. Gut. So. Was gibt's noch? Was gibt es noch? Es gibt Dampfmaschinen und elektrische. Okay. Ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich auch bald eine neue Spitzhacke. Ich baue mal eine neue Spitzhacke erstmal. Dampfmaschinen, das klingt natürlich auch interessant. Das heißt, wir könnten elektrifizieren, wa? Dafür brauchen wir wahrscheinlich Wasser und was Brennbares. Was Brennbares haben wir ja schon. Das ist ja quasi hier. Oh, guck mal, ich kann da sogar mitfahren. Ah, guck mal, jetzt ist er gleich mit der Kohle fertig. Dann baut er auch Eisenerz weg. Cool, das ist ja gut. Das heißt, es wird hier tatsächlich fröhlich gemixt. Wobei ich fast am Überlegen bin. Lasst uns mal was Folgendes machen. Ach so, jetzt brauchen wir wieder. Wir brauchen Eisen. Man, es läuft immer auf Eisen hinaus, habe ich so das ungute Gefühl. So, das mit dem Eisen. Okay. Also, wir müssen aber eh alles befeuern. Also ruhig nochmal so eine Kiste hier. Zack. So. Die geht jetzt aufs gleiche Fließband drauf. Jetzt machen wir einen kleinen Tricky-Trick, glaube ich. So. Erstmal brauche ich Kohle. Davon brauche ich erstmal ein bisschen mehr. So. Hm.
Aber dann greife ich das ganze Zeug ab. Das ist auch nicht gut. Okay, hier ist erstmal mehr Kohleförderung. So. Die Überlegung war, was wäre denn, wenn ich einen Teil der Kohle hier vorne abgreife? Aber ich kann wahrscheinlich nicht nur jede zweite nehmen. Der wird dann einfach stumpf alles klauen, ne? Außer ich versuche es seitlich. Wir probieren das einfach mal. Was wäre, wenn? So. So, wir wollen Fließband in diese Richtung quasi bedienen. Zack. Na, vielleicht können wir das noch ein bisschen weiter hinten machen. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Mal gucken. Mal gucken. Was ist hier los? Eisenerz kommt nicht an. Warum nicht? Was kommt kein. Ach so, ja, gut, weil da oben keine Kohle mehr drin ist. Ha, verrückt. Völlig verrückt. Bisschen was arbeiten muss ich ja dann wohl scheinbar doch noch. Gut, da geht uns dann natürlich der gute Ofen aus, aber wir haben ein bisschen was. So. Hier sollte auch kein Problem herrschen. Ach so, ja gut. Jetzt. Sehr gut. Okay, das läuft wieder. So, was wäre denn, wenn wir jetzt einfach sagen. Warum funktioniert das nicht? Hä? Wenn wir jetzt einfach sagen, wir klauen uns hier hinten Teile der Kohle weg. Ach so, das ist auch wieder schlecht. So, wir klauen uns die noch ein bisschen weiter weg. Um ein bisschen Abstand zu haben. Oh ja, das, ich glaube, das kann funktionieren. So, mal gucken. Ich versuche nämlich jetzt gerade irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, wie ich meine Kohleförderer dazu bringe, sich selber wieder zu befüllen, wenn ihr versteht, was ich meine. Mit Kohle. Damit sie einfach immer weiterlaufen. Ha, 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 ha. So, dafür brauchen wir aber wahrscheinlich auch noch mehr Kohleförderung erstmal. Dafür brauchen wir wiederum einen Schmelzofen. Dafür brauchen wir wiederum Steine. Ah, Steine. Okay, da sollten wir auch noch unbedingt gucken, dass wir so einen Liefermogli bauen. So einen Liefermogli, so einen Förderungsmogli bauen. Vielleicht machen wir das gleich mal. Förderungsmogli mit einer Kiste davor fertig. Das müsste ja eigentlich reichen. So. Ich will eh gleich zwei bauen. Zack, zack. So. Genau, dann machen wir einfach so hin. So, da stehe ich im Weg wahrscheinlich. So, und dann kriegt er ein bisschen, weiß ich nicht, eine Kiste davor. So. Und wir brauchen irgendwoher Kohle. Gimme all the Kohle. So, der wird dann erstmal mehr als ausreichend Steine produzieren wahrscheinlich. So. Und jetzt klauen wir uns noch ein bisschen Kohle, um die Kohleproduktion anzutreiben. Hihihihihi. So, ach, guck mal, wie das vorwärts geht hier mit Platten. So, und dann wäre der Plan, hier noch einen hinzustellen, den wir dann wiederum mit ein wenig Kohle befüllen. So. Wir übertreiben jetzt einfach mal völlig die Kohleproduktion. So, jetzt müssten wir doch langsam an den Stand kommen, wo quasi. Vier Stück brauchen wir. Und zwar wäre mein Plan, einen hier hinzustellen. Zack, einen hier hinzustellen, einen hier hinzustellen. Dann einen hier zu nehmen, der immer wieder mal Kohle klaut. Ach, jetzt hat er erstmal sich selbst voll gemacht, okay. Hahaha, guck mal, und jetzt füttern die sich selber. So. Ich bin ja mal gespannt, ob das funktioniert. Jetzt macht er den quasi voll mit Kohle.
Das heißt natürlich, da oben passiert jetzt erstmal nicht allzu viel mit Kohle. Doch ab und zu rutscht scheinbar einmal durch. Das ist auch gut. Das ist richtig gut. So, die. Ah, die greifen sich auch was. Oder nicht? Warum macht er hier nichts? Er will nicht. Okay, dann brauchen wir halt noch ein bisschen Möglichkeiten, das wieder ins Dings zu bringen. Die scheinen die nur bis zum gewissen Stand aufzufüllen. Ich glaube bis 5, wie es aussieht. Ist aber auch nicht wild, weil dann können wir jetzt hier einfach sagen, und alles, was nicht gebraucht wird, das ist genial. Alles, was nicht gebraucht wird, fährt einfach wieder dran vorbei. Wie gut ist das denn? Wie gut ist das denn? Ja, das funktioniert. So, dann brauchen wir noch einen Greifarm. Und jetzt brauchen wir Steine. So. Na, guck mal, das Ding hat auch ordentlich Steine produziert. So, dann brauchen wir nämlich noch so ein Förderteil. Wir übertreiben jetzt hier einfach mal völlig die Kohleproduktion. Jetzt sind wir natürlich richtig, richtig voll. Was ist hier los? Hier ist wahrscheinlich das Eisen ausgegangen, ne? Ja. Jetzt haben wir viel zu viel Kohle. Verdammte Axt! Okay, das sind wahrscheinlich so die Probleme, auf die man dann so trifft. Na gut, wir können ja einen Teil der Produktion schon mal abzweigen wahrscheinlich. Für andere Geschehnisse. So, und da brauchen wir Kisten für. Brauchen wir zwei Kisten. Und zwei Arme. So. Hier, Kiste. Dann kannst du Kohle sortieren. Und du machst das gleiche in eine andere Kiste. So, dann sollte da nicht mehr so viel Kohle durchkommen. Jetzt kommt, glaube ich, gar keine mehr durch, ne? Ist auch nicht gut. So, aber die Dinger hier sind befüllt und müssten jetzt für immer und ewig Kohle produzieren. Wir wollten ja noch einen aufbauen. Dazu noch einen Greifarm. Ah. Ganz, ganz hervorragende Idee. Also das Konzept gefällt mir schon mal. Zack, weil der müsste jetzt erstmal sich befüllen. Voll gut. Und dann befüllt er meine Maschine. Sehr gut. So, und ihr greift hier die ganze Kohle ab. Aber hoffentlich, wenn jetzt vier Maschinen laufen, ja, kommt auch ab und zu mal was durch. Das ist gut. Das ist gut. Und hier habe ich meinen Kohlevorrat für, was weiß ich, andere Sachen. Kohle, Kohle halt. So. Und ich könnte da unten sogar noch mehr Kohleproduzenten hinbauen, ne? Kohleproducer quasi. Was hier schon wieder mein Problem? Steine schon wieder alle? Nee. Eisen. Ah, Eisen, ja. Ja, ja. Eisen, da war ja was. Guck mal, ich könnte jetzt wahrscheinlich sogar noch sagen. Aber da müsste ich eine neue. Ah, damit die automatisch betankt werden, müsste ich wieder eine neue Reihe erschaffen. Das ist auch nichts. So, das funktioniert erstmal. So, gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Pause bis nächste Woche und dann beschäftigen wir uns mal mit den Wundern der Elektrifizierung. Ja, ich würde sagen, wir probieren es dann mal mit Strom beim nächsten Mal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.